Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter World. Heute zeige ich euch die Event-Quest Miasma Opa und wie ihr da ganz gut große und kleine Kronen farmen könnt und was es sonst noch an Loot gibt und was ihr eben machen müsst. Das heißt nämlich hier, wir müssen alle Zielmonster erledigen und das heißt ein Großgyros, ein Radoban, ein Ordogan und sogar den Bezelguss. Die Quest ist aber eigentlich gar nicht mal so schlimm. So, ich habe mal hier den ganzen Mist übersprungen, dass wir direkt loslegen können. Und ja, ich habe die ein paar Mal gemacht und das hier war meine beste Runde, meine schnellste Runde. Und denke, dir ist es auf jeden Fall wert zu zeigen. Und dann reden wir eben einfach mal drüber, was jetzt in der Zukunft, in naher Zukunft so auf uns zukommen wird mit Monster Hunter World. Wir haben jetzt bald das Frühlingsblütenfest, Spring Blossom Fest. Am 6. April bis 19. April, glaube ich, war es. Ja, ich glaube, genau, das war die Zeit. Und in dieser Zeit wird es ganz viele neue Sachen geben. Also man wird auch neue Ausrüstung freischalten können. Also festivalbedingt, also seasonbedingt, eventbedingt. Und auch für Spooky ein neues Kostüm. Es kommen ganz, ganz viele Event-Quests, die schon da waren, wieder zurück. So wie es heißt, werden wahrscheinlich die registrierten Beutezüge sich täglich ändern. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann sollte man täglich die Möglichkeit haben, goldene Vifaniana-Drucker zu erspielen, mit denen ihr euch bei Verschmelzia ja, Edelsteine quasi umschmelzen lassen könnt. Also ihr macht quasi die Vifaniana-Drucker, die benutzt ihr und könnt euch einen Edelstein eurer Wahl machen lassen von der. Was natürlich ziemlich cool ist, man muss dann nicht mehr unbedingt Vifanianer Edelstein farmen oder wenn man jetzt mal gerade einen Legianer Edelstein braucht, aber keinen Bock hat auf diese Eisbestie, na, dann macht man das einfach dort. Und das finde ich cool, und wenn das wirklich so geht, dass man jeden Tag machen kann, dann wäre es natürlich auch nicht verkehrt, wenn man das ausnutzt irgendwo. Ich sag mal, man muss jetzt, wenn man jetzt mal so hochrechnet vom 6. bis 19., das sind 13 Tage, könnte man 13 goldene Vivianer-Drucke abstauben. Das ist natürlich schon krass. Ja, und selbst wenn man nicht alle 13 holt, weil das werde ich wahrscheinlich auch nicht schaffen, dann kann man trotzdem sich die Taschen voll machen. Genauso wie wir das hier in dieser Quest machen, wir werden uns auch die Taschen voll machen, werden die Monster auch fangen. Ich glaube sogar alle, ich weiß es gar nicht mehr genau, die Aufnahme liegt jetzt auch schon ein paar Tage zurück. So. Ordogaron haben wir schon mal gefangen. Easy, ihr seht, ich spiele mit meinem Doppelgängenbild, ist mein Main auf der PS4. Noch. Also ich bin auch andere Klassen am Hochziehen. Ich möchte auch mal alles spielen, was das Spiel hergibt. Es gibt ja Leute, die meckern jetzt immer die ganze Zeit über Monster Hunter und ja, es wäre kein Endgame-Inhalt da und ja, man wäre so schnell durch und hast nicht gesehen. Ja, aber meistens spielen sie wahrscheinlich nur eine Waffe, weil, ganz ehrlich, die ganzen Dekorationen und die ganzen Augmentierungssteine, also die Heldenstromsteine und so freizuschalten für die Waffen auch komplett aufzurüsten, das dauert schon seine Zeit. Ich habe schon richtig viele Stunden hier reingebuckelt und habe bei Weitem noch nicht eine Waffe augmentiert. Ich konnte zwar augmentieren ein paar Waffen, aber die interessieren mich nicht wirklich. Also für meine Main, für meine Doppelklinge habe ich noch gar nichts. Keinen Heldenstromstein und keinen Kriegerstromstein. Ich brauche aber nur Heldenstromstein, weil die ja schon legendär ist und nur einmal augmentieren ist. Also ich weiß nicht, wo das ganze Gemecker ist, dann sollen sie doch einfach auch mal eine andere Waffenklasse spielen, anstatt immer nur denselben Einheitsbrei zu machen. Und dann würde es auch nicht so schnell langweilig werden. Vielleicht waren früher die Monster Hunter besser, ja, früher war alles besser, ist mir scheißegal. Das Gameplay, da sind sich die meisten einig, in diesem Spiel ist das Beste, das Monster Hunter jemals hatte. Und ja, und das sollte man erstmal abwarten. Das Spiel ist jetzt gerade mal 2 Monate draus und schon meckern die Leute, dass nicht genug Inhalt da ist oder das Endgame nicht lang genug ist. Ja, dann sollte man vielleicht nicht 12 Stunden am Tag Monster Hunter spielen, es gibt ja noch andere Spiele da draußen, dann wäre es auch nicht so schnell langweilig. Könnt ja mal Pixark ausprobieren in der Zwischenzeit. So, dann hauen wir mal Großgyros noch auf die Schnauze. Der ist natürlich easy going. Weiß nicht, das ist auch einer von den leichtesten Kreaturen, die es gibt. Das Einzige, was ein bisschen nervt, wenn er mit seinem Lähmgebisse immer wieder trifft. Und deswegen ist es gut, wenn er die ganze Zeit am Boden liegt, so wie hier. Das ist sehr vorteilhaft. Nicht, weil er gefährlich wird, sondern weil er wirklich nur nervt.
wenn man dann ständig umfällt. So, jetzt wollte ich mal ein bisschen Material picken. Da, oh, voll weggerollt. So, komm. Den haben wir auch gefangen, wunderbar. Der nächste in Texas, Basil Goose. Buff. So, ich wollte eigentlich schon ins Lager zurück, weil ich das immer so mache, aber da kam er schon. Ist natürlich nice. Haben wir hier mal alle drei Monster auf einen Punkt. Und bei der Tour danach, da war ich nicht ganz so schnell. Da war er sogar schon früher da. Dann musste ich gegen Basil Goose und Großgyros gleichzeitig kämpfen. Also das kann auch passieren. Oh Mann, ey. Er schmeißt schon wieder Atombomben. So. Der ist ja auch schon gigantisch, ne? Der sieht ja auch so cool aus. So, also, mir gefällt das. Und dass es jetzt vielleicht auch noch nicht so viele Monster in Monster Hunter World gibt. Das liegt ja eben auch dran, dass sie die Monster hier neu gestalten müssen, modellieren und auch die ganzen Bewegungen programmieren. Und die Leute sagen, oh, das kann nicht so lange dauern. Ja, aber weißt du, nachher wird es lieblos gemacht und dann hast du die Monster im Spiel und die sehen scheiße aus oder bewegen sich stümperhaft und sind voll verbuggt und alles und dann ist das Geschrei auch groß. Also da soll sich Capcom ruhig Zeit lassen, diese Monster neu zu modellieren und die Bewegungen anzupassen, dass wenn die Monster reinkommen, das dann auch ordentlich ist. Beim Devil Show haben sie jetzt schon gezeigt, dass das super geht, haben es super reingebracht, hatte keine weiteren Probleme, so viel ich weiß, war alles super und das finde ich toll und ja. Deswegen sollen sie sich da ruhig Zeit lassen und das lieber anständig machen. Werden sicherlich noch neue Monster kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Es war ja eigentlich schon einige auf dieser Leak-Liste drauf, auf der auch Devil Show drauf war und auch die anderen Monster alle drauf waren. Da waren ja noch drei andere Monster drauf. Und die, da kann man glaube ich davon ausgehen, dass die auch kommen. Ich will das jetzt nicht 100% garantieren, aber da bin ich mir doch schon ziemlich sicher. Ja, nochmal zum Gameplay hier im verlorenen, im verwesten Tal. Das ist, heißt verwestes Tal? Boah, jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ey Leute, Alter. Ist noch zu früh am Morgen. Aber so fängt man Basil Goose. Und jetzt seht ihr, der ist noch nicht gefangen, aber jetzt kloppen wir noch drauf und haben ihn gefangen. Das sieht man so ein bisschen unten an dem Heartbeat links, also da rechts neben der Minimap. Da hat man so einen Herzschlagsensor. Und wenn der ganz flach ist, dann ist es Zeit, das Monster zu fangen. Ja, manchmal macht man es dann doch ein bisschen früh, aber dann braucht er auch nur noch ein paar Schläge. Und ja, ich hatte auch schon Versuche, wo es dann nicht geklappt hat. Aber ja, es ist besser, als warten zu darauf zu warten, dass er schlafen geht. Und deswegen ist das eigentlich ganz okay. Da kann man das ganz gut festmachen. Ihr seht das da, wo jetzt dieses Pausezeichen bei Radoban dran ist. Das seht ihr gleich, wenn wir in der Nähe sind, sehen wir seinen Herzschlag quasi. Und wenn der ganz flach wird, dann sind die Chancen gut, ihn zu fangen. Jetzt schlägt das Ding aus. Jo. Und ihr seht, ich mache immer diese Fackeln auf dem Boden, die vertreiben. Erstmal hier ist es zwar nicht so wichtig, das Miasma. Wenn er in einem Gebiet voll mit Miasma kämpft, ist das ziemlich gut. Das vertreibt nämlich den Nebel, solange die Fackeln brennen. Und es macht eben, wenn das Monster drin steht, kontinuierlichen Schaden noch, was zusätzlich brockt. Ja, und das ist auch nicht verkehrt, kann man haben. Das ist auch jetzt der letzte im Munde und dann haben wir die Quest schon geschafft. Und dann gucken wir uns die Belohnung an. Und dann trinke ich meinen Kaffee. Aber ich wollte das jetzt noch gerade fertig machen, weil auch noch ein Video am Hochladen ist und ich da eh nichts anderes machen kann. Aua! Lass mich in Ruhe, Penner. Ich bin auch müde, ey. Und damit ich euch diese Quest auch noch bringen kann. Was natürlich auch sein kann, dass jetzt der Kuloyako-Helm ist ja momentan draußen. Dass der jetzt noch ein bisschen länger draußen ist. Ich weiß nicht genau, wie das mit den Even-Quests ist. Ob die täglich wechseln jetzt im Spring Blossom Fest. Oder ob da alle Even-Quests einfach zur Verfügung unter dem Reiter Even-Quests sind. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, ob ich da noch genauere Informationen herkriege. Und wenn nicht, sehen wir es eben einfach. Ja, auf jeden Fall wird es nochmal eine Vielzahl geben. Es wird wohl Aloy zurückkommen. Also ihr werdet die Chance bekommen, die Erprobung, nochmal das Aloy-Outfit zu bekommen. Nochmal das Rio-Outfit, glaube ich sogar, wenn es mich täuscht. Nochmal den Wackelhelm. Wackelwurmhelm. Ja, der Kuloyako-Helm, der bleibt dann, glaube ich, auch verlängert drin. Also nicht wie normal, dass er jetzt aufhören würde, wenn die Event vorbei ist, sondern ich glaube, der bleibt nämlich gerade dann drin. So habe ich das mal verstanden, bin mir aber wie gesagt da nicht sicher. Das wäre dann der Fall, wenn alle Event-Quests eben aktiv bleiben oder gleichzeitig aktiv sind.
Ja, und dann kommt auch nochmal die Spurensammelsache zurück, auch mit den Drachenältesten und auch der Bedrohungsstufe 2. Die kommen auch zurück, dass ihr da nochmal fleißig Spuren sammeln könnt. Und ja, es wird auf jeden Fall bestimmt richtig cool. Ich freue mich drauf, hoffe, ihr freut euch auch drauf. Und jetzt gucken wir uns eben nochmal den Bildschirm an. Und am Ende gibt es noch eine Überraschung. Also ich habe eine Überraschung für den Radoban vorbereitet. Da war der auch in der gleichen Quest, das letzte Monster. Und da zeige ich euch mal, wie ich den begrüßt habe. Das wird mit Musik untermalt. Das sehen wir dann eben gleich im Anschluss des Auswertungsbildschirms hier. So, dann gucken wir es uns an. 9 Minuten 48, das ist eine nette Zeit. Ihr seht schon, die Belohnung, das ist abartig voll. Und da ist jetzt ein Wiffern-Edelstein dabei. Ich hatte auch schon einen Wiffern-Edelstein und einen Betzelguss-Edelstein gleichzeitig. Also ich glaube, die Chance auf Edelsteine ist auch leicht erhöht. Müsste ich aber lügen. Aber ich hatte einige da rausgeholt. Und ja, auch hier Dekorationen, aber alles nicht wirklich Besonderes. Aber ist ja egal. So. EP gibt's auch richtig gut. Für 10 Minuten, das ist eine nette EP-Anzahl, die man da bekommt. Und hier habe ich natürlich keine Krone bekommen. Leck mich doch am Arsch. Aber ja, ich habe es eben schon 4-mal gemacht. Man kriegt auf jeden Fall Kronen. Also es ist wirklich extrem gut mit Kronen. Glaubt mir da. Viel Spaß beim selber ausprobieren. Ich bin raus. Frohe Ostern. Ciao. I need you.